Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Pizzeria Ristorante Serenata in Hohenems. Kulinarische Köstlichkeiten wie in Italien erleben. Herzlich willkommen zur musikalischen Reise durch die Weihnachtszeit. Es freut mich, dass Sie mit dabei sind, denn es erwartet Sie ein buntes musikalisches Programm. Wir besuchen verschiedene Orte, treffen interessante Gesprächspartner und haben uns als Ziel der musikalischen Reise die Lindauer Hafenweihnacht ausgesucht. Ich stehe hier direkt vor der Gagellner Stober und hier gibt es an manchen Abenden Live-Musik. Seien Sie gespannt, welchen musikalischen Gast ich jetzt in der Sendung begrüßen darf. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Ja, der erste musikalische Interpret in der Sendung ist jetzt neben mir, Falco Luneau. Ich freue mich, dass er hier ist. Falco, was hören wir jetzt von dir? Munterfu. Ich spüre einen Hut, wenn ich ein Pizzbullen hock und kann kaum beschreiben, was es mit mir tut. Sondern ihre letzte warme Strahle auf Bergspitz wirft. Sie färbt in eine rote Glut. Ich komme vor, ich hock ihr Ansichtskarte vor dem, wo das Blatt hat. Tue ich der Hut. Ich träg ein Stolz im Herzen, bin ein Pionier im Geist. Als Kind vor der Berge haben wir das im Blut. Montavu. Mit daheim bist du, Montavu, mit daheim bist du. Alle Leute, wo wir das da hier waren, sind schön, was wir vor der Haustür haben. Sie haben ein einziges Mal unsere Bergluft kochen, wenn man süchtig. Dass sie gerne wieder kommen. Wir zählen sogar unsere Gasnest mit der Gest, wenn's hart auf Vakuum, die wir alle geplätzlich haben. Wir sind so reger drin, doch wir haben noch Fingerspitze Gefühl, in der Gene, wie wir unseren Charme verstehen. Ja, munter Wuhr, mit der Hemd bist du. Montavu, mit daheim bist du. Oft du und du, mit dem Montavu. Du merkst erst, wenn du gehst, was mit eigenen Augen gesehen hast. Und das Heimweh auch keine Grenzen kennt, das Tal ist dir oft nicht zu brennt. Ja, du merkst erst, wenn du gehst, was mit eigenen Augen gesehen hast. Das Heimweh auch keine Grenzen kennt, das Tal ist dir oft nicht zu brennt. Montavu, mit daheim bist du. Montavu, mit daheim bist du. Oft ja, vielen Dank dem Falco Luneau. Ich unterhalte mich gerade mit dem Chef des Hauses, mit Harald von Ihr, Chef der Gagellner Stober. Harald, bei dir geht es hin und wieder mal musikalisch her. Du bist auch selber in einer Trachtengruppe. Ja, ich bin schon 20 Jahre bei der Trachtengruppe in St. Gallenkirch tätig. Und wir haben auch da öfters mal eine Hausmusik oder Volksmusikabende in der Gagellner Stober. Und es ist sehr gemütlich in dem Ambiente. Du leitest gleich zwei Lokale hier in Gagellen, wo man sich kulinarisch verwöhnen lassen kann. Welche Lokale sind das genau?
Ja, das ist da, wo wir jetzt sind, die Kergellner Stobe. Sehr gemütliches Gastlokal auf die ursprüngliche Montafoner Stobe gerichtet mit Holz und gemütliches Ambiente. Mhm. Da haben wir ein Fondue-Spezial, wir haben eine regionale Hausmannskost, eine regionale Küche und das ist da sehr gemütlich. Mhm. Das Via Valtellina ist das zweite Lokal, das ist ein bisschen größer, hat da als Angebot eine regionale Küche, mhm. aber auch sehr gutes Steak auf heißem Stein. Und das sind also die gravierenden Unterschiede. Ja, da läuft mir ja richtig das Wasser im Mund zusammen. Jetzt geht's wieder weiter mit Musik, mit Falco Luno. Direkt vor dem Via Valtellina singt er für uns einen besinnlichen Titel, nämlich Frieden ist kein Wintergarten. Frieden ist kein Zuckerschlecken und kein Steckenpferd. Gibt's doch nicht im Tetrapack, sonst wär nichts wert. Frieden ist kein Glaube und auch kein Verein. Frieden ist kein Sammlerstück, man kann ihn auch nicht leihen. Frieden ist keine Smartphone-App, kein Abo und kein Club. Kein alter Schatz im Keller, so wie beim Trödeltrupp. Frieden ist kein Kunststoffrasen, Frieden kann allein im Boden unserer Freiheit gedeihen. Frieden heißt nicht der Preis für den Sieg. Kein jüngstes Gericht, kein heiliger Krieg. Kein Frieden verhängen, vor Orden befehlen. Frieden, oh Frieden, kann man immer nur wählen. Frieden ist kein Kaktus und kein Eisbergknut. Er trägt keine Insignien und hat kein blaues Blut. Frieden ist keine Meinung und auch kein Programm. Frieden ist kein Rentenfonds und kommt schon irgendwann. Frieden heißt nicht der Preis für den Sieg. Kein jüngstes Gericht und auch kein heiliger Krieg. Kann Frieden verhängen, vor Orden befehlen. Frieden, oh Frieden, kann man immer nur wählen. Frieden ist kein Wintergarten und kein Schaukelstuhl. Frieden ist kein Häuschen mit einem Swimmingpool. Man kann den Frieden zwingen in die Ketten kalten Stahls. Man kann ihn niederringen, den Wunsch danach niemals. Frieden heißt nicht der Preis für den Sieg. Kein jüngstes Gericht und auch kein heiliger Krieg. Kein Frieden verhängen, vor Orden befehlen. Frieden, oh Frieden, kann man immer nur wählen. Oh, Frieden heißt nicht der Preis für den Sieg.
Ja, wenn wir schon in Gageln unterwegs sind, dann haben wir uns ein gemütliches Plätzchen ausgesucht. Direkt vor dem Kamin im Hotel Madrisa. Ich sitze hier am Tisch mit der Familie Romberg. Frau Romberg, ihr seid ein Familienbetrieb. Wie lange gibt es das Hotel Madrisa schon? Also das Madrisa gibt es seit 1889, ist es gebaut worden. Und 1930 hat es dann der Großvater meines Mannes, der hat auch Bertram Romberg geheißen, hat es gekauft. Und seither ist es in vierter Generation in Familienbetrieb. Ja, das Hotel Madrisa freut sich vieler Stammgäste, die immer jedes Jahr wieder kommen. Was ist so das Erfolgsrezept, würden Sie sagen? Was macht es aus, damit sich ein Gast hier im Hause wohlfühlt? Also ich glaube auf jeden Fall diese familiäre Atmosphäre, was wir hier in Madrisa auch haben, dadurch, dass bei uns die Familie immer vor Ort ist. Ich glaube auch, dass das Gesamtpaket, also gerade hier in Gageln liegt am Talende. Hier findet man im Sommer diese tolle Natur vor. Im Winter kann man Skifahren bis vor die Haustür. Und euer Hotel trägt ja den Namen des Hausbergs Madrisa. Hier genießt man sicherlich einen herrlichen Blick auf diesen Berg. Ja, wir haben hier Zimmer, auch die vorne rausgehen, also die mit Südbalkon sind, die vorne raus, mit sehr schönem Blick zur Kirche und natürlich zu unserem Hausberg. Ja, nach einem herrlichen Skitag kann man sich natürlich auch kulinarisch bei euch verwöhnen lassen. Und jetzt komme ich mal zu der Junior-Geschäftsführerin. Ihr habt sogar eine eigene Landwirtschaft, die ihr betreibt. Genau, ja. Wir haben 8 Mutterkühe und ein paar Schafe. Und wir beziehen die ganzen Produkte eigentlich hauptsächlich von unserer biologischen Landwirtschaft. Wir haben das Glück, dass wir auch eine eigene Metzgerei haben. Und so ist es viel stressfreier für die Tiere. Also wir können schlachten und dann können wir es direkt bei uns in der Küche verarbeiten. Was würden Sie sagen, Frau Romberg, sind da die Spezialitäten im Hause? Spezialitäten jetzt von unserem Küchenchef wären jetzt zum Beispiel gekochter Tafelspitz, ein Rindsbraten, ein Entrecote oder ein Filetsteak, das alles aus unserer eigenen Landwirtschaft kommt. Aber natürlich auch hervorragende Süßspeisen wie Marillenknödeln oder Kaiserschmarrn. Also das sind nicht so klassische Sachen. Ich denke, jetzt ist es wieder Zeit für Musik. Die nächsten Interpreten sind schon bereit. Echte, urige Volksmusik in traditionellem Ambiente hier im Hotel Madrisa. Freuen Sie sich jetzt auf die Hausmusikkraft aus St. Gallenkirch.
Von Gagellen im Montafon geht es jetzt weiter ins Brandnertal und ich befinde mich hier im Bergdorf Börserberg, direkt vor der Kirche zum heiligen Josef. Die Kirche wurde generalsaniert und soll sogar eines der schönsten Kirchen zum Heiraten sein. In dieser Kirche singt uns jetzt Gregor Wucher aus Möckers. Hier im Hotel-Gasthaus Schäfle in Börserberg wird am Heiligabend ein ganz spezieller Brauch durchgeführt. Herr Dreyer, was wird hier am Weihnachtsabend zelebriert? Einer der schönsten Bräuche von früher noch, von meiner Kindheit, war sicherlich, dass man in der Heiligen Nacht mit Weihrauch und Weihwasser in den Stall gegangen ist und dem Wunder der Heiligen Nacht gedenkt. Der Weihrauch ist immer diese Krippe zu Bethlehem und das Weihwasser soll die Tiere und den Hof vor Unwetter, Unheil schützen. Sie sind leidenschaftlicher Koch und haben heute für die Gäste ganz was Spezielles zubereitet. Wir haben heute Abend eine wunderschöne Weihnachtsfeier von einem netten Kollegen von mir und der hat sich natürlich immer diese Weihnachtsgans gewünscht. Die machen wir immer so glasiert mit Rotkraut, mit Kastanien und Kroketten. Das Gasthaus Schäfle dürfte sicher eines der renommiertesten Häuser sein. Ist jetzt in der 7. Generation der Familie Dreyer. Und wir haben das 95 umgebaut oder neu gebaut. Ja, Herr Dreyer, dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und ich freue mich auf den nächsten Besuch bei Ihnen. Für Ihnen auch frohe Festtage und ein gutes neues Jahr. Herzlichen Dank. Und vor dem Heimatmuseum Börserberg ertönen in Kürze Alphornklänge von den Montafoner Alphornfreunden.
Auf dem Weg hierher haben sich die Alpenfreunde im Munterfuhner Trachtenstelle umgesehen nach einem passenden Trachtengewand. Und das sehen wir uns jetzt an. Die Montafoner Alpenfreunde sind sich sicher, im Montafoner Trachtenstelle das passende stylische Trachtengewand für ihren Auftritt zu finden. Dies soll nämlich modern und einzigartig sein. Also ich versuche ein Outfit zu finden, wo zu einer passt, wo farblich lässig aussieht, wo sie sich wohlfühlen, wo sie authentisch rüberkommen und das auch nach außen transportieren, dass sie einfach tracht, dass sie sich da wohlfühlen und das was Lässiges ist. Also wir kommen gerne ins Munterfuhner Trachtenstelle, weil es für uns eine ganz klare Geschichte ist. Wir sind Munterfuhner und wir unterstützen auch gerne ein Munterfuhner Unternehmen. Und wir haben eigentlich lange darauf gewartet, dass ein Trachtengeschäft ins Munterfuhr kommt. Das ist dann natürlich endlich passiert und darum sind wir gerne da. Wir haben eine große Bandbreite. Und zwar haben wir für Dirndl, Jacken, Röcke für Frauen, Schuhe, eine Kinderabteilung haben wir. Für Männer haben wir Lederhosen, Sakkos, Hemder, wir haben Accessoires. Ja, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Geschmäcker sind verschieden und anprobieren lohnt sich auf jeden Fall. Damit sich hier die vier Alpenfreunde bei der Auswahl ihres neuen Trachtenoutfits einig sind. Also es gibt mittlerweile einige Alpenbläsergruppen im ganzen Land und die treten normalerweise in der typischen Talschaftstrachten auf. Wir haben einen anderen Weg gesucht, wir möchten ein bisschen anders sehen wie alle anderen und sind drum auch da im Trachtenstelle, weil da wir eine Farbkombination gesucht haben, wo auf jeder einzeln abgestimmt ist. Jeder Fuß hat ein eigenes Gelee in einer eigenen Farbe plus Hemd und Stutzen dazu. Das ist alles eine Farbe und das ist das, was uns abhebt von anderen. Die persönliche Beratung ist es also, sowie eine erlesene Auswahl an alpiner Lifestyle-Mode, was die Alpenfreunde begeistert hat. So lohnt es sich auf jeden Fall, im Munterfuhner Trachtenstelle mal vorbeizuschauen und sich selbst von der einzigartigen Auswahl der Trachtenmoden zu überzeugen. Wir sind in der Gantierstraße 39, wenn wir Richtung Schruns fahren, auf der rechten Seite. Wir freuen uns, wenn ihr uns besuchen könnt und wenn wir euch beraten dürfen. Kulinarischen Abend im frühzeitlichen Montafon und tauche ein in die Welt der Montafoner Sagen mit Hertha Glück. Die Vollmond-Sagenwanderung findet am 10. Januar 2020 von 16.45 Uhr bis 22 Uhr statt. Treffpunkt bei der Montafoner Christbergbahn im Silbertal. Konsum-Bistro-Bar in Göfis verwöhnt Gäste aus nah und fern mit regionaler Küche.
Spezialitäten wie Käsespätzle, Schnitzel, Zwiebelrostbraten und vieles mehr. Täglich von Dienstag bis Samstag für Sie geöffnet. Tischreservierungen direkt unter www.konsum.at. In Lauterach findet jedes Jahr der traditionelle Weihnachtsmarkt bei der alten Säge statt. Hier wird ganz speziell ein Projekt unterstützt und dazu kann uns der Bürgermeister Elmar Romberg sicherlich mehr erzählen. Ja, wir veranstalten seit mittlerweile 9 Jahren diesen Weihnachtsmarkt hier an der alten Säge, mitten in Lautrach, wo früher ein großer Industriebetrieb gestanden ist. Das hat die Gemeinde gekauft. Es wird der gesamte Erlös dieser Veranstaltung wird zusammengebracht und damit unterstützen wir seit vielen Jahren wichtige Einrichtungen in unserer Gemeinde. Seit Jahren den Krankenpflegeverein Lautrach und zum anderen unser Verein Mitnand, eine soziale Vereinigung, wo engagierte Lautracher sich einbringen und versuchen, dort, wo Not am Mann oder an der Frau ist, wo man unterstützend wirken kann. Ja, und den Obmann vom Verein Mitnand darf ich jetzt recht herzlich vorstellen. Herr Götze, können Sie kurz beschreiben, der Verein Mitnand, was leistet dieser? Ja, wir haben im Jahre 2011 haben wir den Verein gegründet. Der Verein verfolgt vorwiegend das Ziel, die Lautracher Bevölkerung, soweit sie sich in Not befindet, zu unterstützen. Ja, auch die Bewohner der Senecura in Lautrach waren heuer wieder fleißig und haben für den alljährlich stattfindenden Weihnachtsbasar gebastelt. Ja, wir befinden uns in unmittelbarer Nähe des Pflegeheimes der Senecura und die Bewohner, die basteln das ganze Jahr Dinge, ob das gestrickte Socken sind, ob das kleine Kekse sind. Und es ist eine unheimliche Freude, wenn die Bewohner des Pflegeheimes diese Dinge verkaufen können und so ein wenig einfach teilhaben an dieser gesamten Veranstaltung. Und Lautrach ist sicher auch stolz, einen eigenen Männerchor zu haben. Ja, wir sind das Dorf der Chöre. Wir haben einen Männerchor, einen Frauenchor, einen Kinderchor, einen Kirchenchor. Und der Männerchor, der veranstaltet sehr viele Konzerte, unter anderem natürlich in der Adventszeit hier in Lautrach. Ja, und den Männerchor Lautrach, den hören wir jetzt. Er singt im St. Josefskloster in Lautrach den Titel Whisper. Viel Vergnügen. Whisper, whisper, tiny baby, the manger lay. Whisper, whisper, baby born today. Whisper, whisper, tiny baby sleeping in the hay. Whisper, whisper, baby born today. Oh, oh, shout it out from the highest mountain. Shout it out, hear what I say. Shout it out from the hills and valleys. Tiny babies born today. Whisper, whisper, tiny baby to manger lay. Whisper, whisper, baby born today. Oh, shout it out. Shout it out, let the music play. Shout it out, all the people. Tiny babies want to play. Whisper, whisper, tiny babies make your way. Whisper, whisper, baby want to play. Whisper, whisper, tiny babies sleep in the hay. Whisper, whisper, baby want to play. Whisper, whisper,
Ein wahres Paradies ist die Lindauer Hafenweihnacht. Wir sind am Ziel der musikalischen Reise angekommen. Hier findet man liebevoll geschmückte Marktstände, glanzvolle Dekorationen und es duftet herrlich nach gebrannten Mandeln und Glühwein. Und so ein Glühwein, den hole ich mir jetzt. Ein wahrer Genuss hier auf dem Lindauer Weihnachtsmarkt. Hier kann man den Tag so richtig ausklingen lassen. Entspannung pur gibt es auch künftig in der neuen Therme in Lindau. Nur da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich habe jetzt neben mir den Geschäftsführer der Therme in Lindau, Herr Andreas Schauer. Ja, herzlich willkommen hier auf der Hafenweihnacht in Lindau. Unsere Zuseher interessiert es brennend. Wie steht es aktuell mit der Therme in Lindau? Wie ist da der Baufortschritt aktuell? Ja, wahrscheinlich gibt es noch mal zweimal Weihnachten ohne Therme, weil was gäbe es Schöneres als jetzt, wenn man so ein bisschen durchgeschlottert vom Weihnachtsmarkt ist, in herrlich 35 Grad warmes Wasser im Außenbecken mit Blick über die Insel Lindau zu gehen. Wie sieht's aus? Ja, wir sind jetzt fast mit dem Rohbau fertig, so zu 90%. Ende des Jahres wird der Rohbau fertiggestellt sein. Und Baufertigstellung wird dann in einem Jahr, also Ende 20 sein. Was erwartet den Gast, wenn er das erste Mal in die Therme eintritt? Ja, ich sage ja immer, Therme Lindau, das umschreibt eigentlich gar nicht das gesamte Leistungsangebot, sondern es ist eigentlich eher wie ein Traumschiff, das am Trockendock liegt. Mhm. Warum? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Familie dahin gehe, ich habe ein wirklich umfassendes Angebot. Die Kinder können im Sportfamilienbad, die können in der Rutsche toben, die können in Wildbach. Es gibt Kleinkinderbereiche, es gibt Sprungbretter. Die Erwachsenen sind dann im Thermenbereich mit unglaublich vielen Becken, mit Poolbars, mit Außenbecken, mit über 120 Wasserattraktionen. Und natürlich für viele wird ein Highlight sein der Saunabereich. Wir haben ja über 12 Sauna- und Dampfbadangebote. Die größte Sauna mit Sitzplätzen für bis zu 130 Personen. Und das alles mit dieser fantastischen Seesicht. Sowohl nach Österreich, Bregenzer Bucht bis ins Montafon rein. Und natürlich auch die Schweizer Berge und dann auch auf die Insel Lindau. Herrlich. Dann können Sie in den Fitnessbereich gehen. Mhm. Wir haben ein sehr großes gastronomisches Angebot. Und abends, wenn die Familie überall und alles ausprobiert hat, im Spa-Bereich auch noch war, was ich vergessen habe, trifft man sich im externen Restaurant mit offenem Grillfeuer, mit einer Bar und natürlich wieder mit dieser fantastischen Sicht. Und die ganze Familie wird glücklich und happy sein, weil jeder konnte das den ganzen Tag machen, was er will. Und abends trifft man sich schön wieder im Familienkreis zusammen. Super, was will man noch mehr, oder? Was will man mehr? Dass auch uns viele, viele Gäste aus Österreich und aus der Schweiz besuchen werden. Aber ich kenne die österreichischen Gäste, sie schätzen solche Angebote. Und wenn sie das haben mit dieser Seesicht, da wird man sie von einem weiteren Besuch nicht weiter überzeugen müssen. Jetzt interessiert es mich, was ist für Sie speziell das Highlight der Therme? Es wird viele, viele Lieblingsorte auch von mir persönlich geben. Ein Lieblingsort wird der Kaminraum im Saunabereich sein, wo man sich richtig schön zurückziehen kann, sich erholen, entspannen kann. Der Highlight im Thermenbereich wird ein Sohle-Schwebebecken sein. Da bin ich komplett in 35 Grad warmem Sohlewasser. Ich schwebe auf dem Wasser und habe dazu noch meditative Unterwasserklänge, wo ich mich mal so richtig schön floaten kann und mich richtig schön entspannen kann. Und die Weihnachtszeit verbringen Sie jetzt auch ein bisschen ruhiger, denke ich mir. Ja, ja, jetzt sind noch zwei Wochen, dann sind die Baustellen auch abgeschlossen. Da wird Weihnachtspause auf den Baustellen sein und Mitte Januar geht es dann weiter. Die Weihnachtszeit ist dazu da, um sich zu besinnen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest, Ihnen und Ihrer Familie. Und freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Ja, das nächste Gespräch haben wir dann hoffentlich in sehr, sehr warmen Gefilde. Und freue ich mich schon, wenn Sie uns auf der Baustelle und dann spätestens zur Eröffnung in der Therme Lindau besuchen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Vollzeit. Tschüss. Nochmal. Ja, liebe Zuseher, ich darf jetzt den nächsten musikalischen Gast ankündigen. Sie ist mit uns nach Lindau gereist, eine bekannte Sängerin aus Vorarlberg, Christine Nachbauer. Und sie singt jetzt passend zur Weihnachtszeit ihren Titel Heilig Abend. Hier ist Christine Nachbauer mit einer bekannten kleinen Weihnachtsgeschichte rund um den kleinen Christbaum. Ein zarter kleiner Christbaum stand unter dem Kugelgewicht. Er hat Angst, dass er mir Zweigle von lauter Kugel bricht. Er träumt vom kalten Nordwind,
vom Himmel Sterne klar, und wie schön sie sehen im Wald, wenn gefrorene Seele war. Die große Bammung sieht die Kleine, gib doch nicht so an, heb deine Krone nicht so hoch, sonst bist du als Christbaum dran. Am Heilig Abend ist so weit, denn nicht mehr das Christkind wieder mit. Es bringt mich zurück in meinen Wald, dort kann ich wachsen und würd alt. Der zarte kleine Christbaum richtet sich zum Gott, da sieht er ein kleines Büble auf dem Stühl ist da. Es hängt die letzte Kugel auf dem grünen Zweig, und seht, wenn du jetzt gehst, dann ist es vor dir feig. Ich wünsch mir nur einen Christbaum, als andere ist mir glieb. Ich will wieder daheim bei meiner Mama sein. Am Heilig Abend ist so weit, denn nicht mehr das Christkind wieder mit. Es bringt mich zurück in meinen Wald, dort kann ich wachsen und würd alt. Am Heilig Abend ist so weit, ich weiß genau, dass Christkind geht. Man sieht, dann würden Träume wahr, und dies sieht viele hundert Jahre. Der zarte kleine Christbaum schaut das Büble an und spürt, dass er jetzt nicht aufs Mal verschwinden kann. Er hebt die grüne Zweigle und plötzlich fällt sie mir. Er könnte der schönste Christbaum für das Büble sein. Es fühlt sich, als wäre in seinem Wald am See. Es ist jetzt Heiligabend und leise fällt der Schnee. Am Heiligabend ist so weit, denn nicht mehr das Christkind wieder mit. Es bringt mich zurück in meinen Wald, dort kann ich wachsen und würd alt. Am Heiligabend ist so weit, ich weiß genau, dass Christkind geht. Man sieht, dann würden Träume wahr, und dies sieht viele hundert Jahre. Ja, auf der Lindauer Insel kann man sich auch kulinarisch verwöhnen lassen. Ich bin hier im Lindauer Hof und habe vis-à-vis von mir den Herrn Florian Sander. Was sind so die kulinarischen Highlights im Lindauer Hof? Also wir schauen eigentlich immer darauf, dass wir im Generellen regionale Produkte verwenden. Beziehen unsere Produkte eben vom Bregenzer Wald, auch von der österreichischen Seite her und vom Allgäu. Primär ist natürlich der Bodenseefisch. Wir haben hier eine Vielzahl von Fischen. Da gibt es einen Zander, gibt es ein Egelfilet, eine Felche, auch mal eine ganze Blaufelche kommt bei uns auf den Tisch. Und sonst sind wir eigentlich haben wir eine gute bürgerliche Küche, einen Zwiebelroschbraten. Ein bisschen Einfluss von Österreich haben wir. Also wir haben einen Tafelspitzer in Wiener auf der Karte. Also sehr empfehlenswert, hier mal vorbeizuschauen im Lindauer Hof. Und was erwartet denn der Gast, wenn er so bei Ihnen Urlaub macht? Also wir sind ein familiengeführtes Hotel und Restaurant. Es erwarten Sie 36 Zimmer. Wir haben gerade das Gebäude dahinter dazu gekauft. Hier wunderschöne 6 neue Zimmer kreiert. Jedes Zimmer schaut anders aus. Und dann im 4. Stock haben wir hier unsere Vorzeigezimmer mit 4 Terrassen, mit dem Blick auch auf den Hafen. Das ist sicherlich einer unserer schönsten Angebote hier im Haus, sind unsere Suiten im 4. Stock. Sie haben auch Vorarlberger Wurzeln, habe ich so gehört. Verbringen Sie Weihnachten in Lindau oder eher im Ländle? Also normalerweise verbringen wir schon im Ländle.
Und Weihnachten haben wir bis jetzt oft in Gargellen gefeiert. Meine Vater, die Wurzeln sind von dort, von Montafon, von Schrums oder übrigens. Dann wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, Ihnen und Ihrer Familie, und freue mich auf den nächsten Besuch bei Ihnen. Musikalisch geht es jetzt weiter mit der Christine Nachbauer noch einmal. Und sie singt für uns My Dreams. Lehnen Sie sich zurück und träumen Sie mit ihr. My dream flies out into the night. My dream can shine a ray of light. My dream so near and so far. My dream is there where you are. My dream flies out into the Wir sind wieder zurück im Ländle und unsere musikalische Reise durch die Weihnachtszeit geht dem Ende zu. Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit im Namen vom Ländle-TV-Team. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Direkt vor dem Junker Jonas Schlössle in Götzis singt jetzt der Chor Joy aus Hohenems den Titel Weihnachten daheim. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr Bernhard Winsauer. Weihnachten daheim, das sei was.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Pizzeria Ristorante Dolce Vita in St. Anton am Arlberg. Kulinarische Spezialitäten genießen wie in Italien.